zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, ich bin Fredi und bin aktuell in Hockenheim, am Hockenheimring, genauer gesagt in der Hans-Sachs-Kurve. Da findet gerade hinter mir das Training der GTI statt. Und ja, wir sind hier beim DTM-Saisonfinale, freuen uns wahnsinnig aufs Wochenende. Und ja, ich nehme euch das ganze Wochenende mit. Ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß zusammen. So, Freitag ist immer so ein bisschen entspannter bei der DTM, das ist ganz schön, da findet noch nicht so viel statt, eigentlich immer nur das erste freie Training. Das heißt, wir sind so ein bisschen unterwegs, gucken uns die anderen Serien an, sitzen auch mal auf der Tribüne und gucken einfach ein bisschen. Und ihr hört schon, jetzt wird es langsam laut, denn jetzt geht es zum ersten freien Training und wir gucken mal, ob wir Philipp vor die Kamera kriegen. Hi zusammen! Wir haben euch ja auf Instagram gebeten, uns ein paar verrückte und coole Fragen an den zweimaligen DTM-Meister Marco Wittmann zu stellen. Marco, erstmal schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich mal in die Fragen rein und mal gucken, was ihr euch so überlegt habt. Wer war dein größter Rivale zu Fahrzeiten? Ja, damals in Italien gegeneinander gefahren. Ich habe leider gegen ihn verloren. Er ist Erster geworden, ich Zweiter in der Meisterschaft. Aber es war ein cooles Duell. Wir kennen uns seitdem, sind sehr gut befreundet und es war damals auch schon ein faires und irgendwo freundschaftliches Duell. Und das ist bis heute so? Genau. Sehr schön. So, meiner Meinung nach die definitiv coolste Frage. War man als cooler Rennfahrer der Frauenheld in der Schule? Ich glaube eher nicht. Ich bin aber auch, muss ich ehrlich sagen, der Typ immer gewesen, der damit nie geprahlt hat in der Schule. Ich war eher immer der Zurückhaltende, der Schüchterne. Und ja, oftmals auch gerade in der Schule, in den kleineren Klassen ist es auch so, dass dann teilweise auch der Neid bei den Schülern da war. Klar, wenn du Donnerstag, Freitag fehlst, hast mehr Freitage als die anderen Schüler. Dann glaube ich, versteht man das teilweise im jungen Alter gar nicht so sehr. Und da war eher meist oft der Neid, hat mehr überwogen. Okay, gut, das war es tatsächlich schon. Wir haben uns die besten Fragen rausgepickt. Ich hoffe, Eugen war tatsächlich auch mit dabei. Ja, wir danken dir ganz herzlich für die Zeit. Sehr gerne, danke euch auch. Wir wünschen dir noch ein ganz schönes letztes Wochenende. Dankeschön. Drück die Daumen. So, hi, der zweite Tag unseres DTM-Vlogs hier in Hockenheim ist jetzt mittlerweile angebrochen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen tatsächlich, weil unsere Gruppe nämlich schon da vorne ist. Und zwar machen wir jetzt gerade eine Garagentour in der Box von Marco Wittmann. Also gucken wir mal, wie das wird und lassen uns überraschen. Wir kennen es eigentlich schon, aber man weiß ja nicht, vielleicht erfährt man doch was Neues. Das ist Nico Menzel, hi erstmal. Hallo. Das ist einer der BMW-Junioren und er hat uns jetzt gerade durch die Garage von Marco Wittmann geführt. Hinter uns wird es gerade übrigens schon ein bisschen lauter, die Formel 3 geht wieder auf die Strecke. Und ja, Nico, was hast du uns gerade alles gezeigt? Wir durften nämlich nicht filmen. Das muss ich euch gleich mal sagen, das ist alles top secret, weil das Auto offen war. Nein, das, was wir nicht filmen durften, haben wir natürlich gezeigt. Also wir durften es anschauen, wie so ein Auto dann jetzt eben vorbereitet wird vom freien Training zum Qualify. Die letzten technischen Dinge werden geklärt. Das letzte Setup wird angestellt, um jetzt nachher die perfekte Leistung abzugeben. Okay, super. Vielleicht haben wir ja Glück und schneiden doch noch ein bisschen was rein. Jetzt wird es dann langsam tatsächlich richtig ernst. Die Spannung steigt. Hier sind alle schon so ein bisschen nervös hier am Rumhuschen, denn das erste Qualifying des Wochenendes steht an. Ja, und wir drücken natürlich allen BMW-Piloten ganz, ganz fest die Daumen.
in der Box verfolgt, bei Timo Glock und bei Philipp Eng, und das war super emotional, super, super cool. Wir waren hautnah dabei, tja. Und es ging natürlich super gut aus für Timo. P3, also ich kann nur sagen, wir sind zufrieden. Moment noch relativ relaxed, wir haben noch ungefähr 20 Minuten, bis es losgeht. Ich freue mich drauf, es ist eine große Vorfreude. Haben leider nicht die beste Startposition wegen der letzten Strafe, aber wird schon. Okay, wir drücken dir ganz fest die Daumen. Danke. Ja, ihr seht, hinter mir läuft gerade die Meisterschaftsehrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es gerade sehr, sehr nahe, denn es ist auch für uns, nicht nur für Mercedes, eben das letzte Rennen der DTM-Saison und auch insgesamt der DTM, denn wir gehen raus mit Marle Motorsport. Es ist wahnsinnig schwierig, besonders für mich, denn ich habe in der Serie angefangen und deswegen bricht mir so ein bisschen das Herz und ich kämpfe gerade, um ehrlich zu sein, ein bisschen mit den Tränen, also hören wir uns, glaube ich, später wieder. So, nach einem unfassbar spannenden Rennen hat es Gary Paffett dann tatsächlich geschafft. Er ist DTM-Meister 2018 geworden. Ja, es war eine Wahnsinnssaison. Wir sind ein bisschen traurig, dass wir raus sind. Ihr habt es vorhin schon gemerkt, ich habe ein bisschen mit den Tränen gekämpft. Ja, viel bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer dass es ein mega Wochenende für uns als Marle Motorsport eben auch war. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen, denn normalerweise seht ihr immer mich vor der Kamera. Aber wer ist eigentlich dahinter? Und zwar... Bist du überhaupt scharf? Weiß ich nicht. Hallo Leute, das war's.